Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Neujahrskonzert, fast schon in gewohnter Form hier als Livestream aus der Grunewaldkirche. Wie Sie gehört haben, heute etwas weniger Moderation, dafür etwas mehr Musik. Wir haben drei Stücke immer für Sie zusammengefasst zu einem Block, und diese drei Stücke werden es immer in sich haben, denn wie Sie in diesem ersten Block schon gehört haben, wird das eine ordentliche Achterbahnfahrt. Wir haben ganz in unserer typischen Art und Weise Musik kombiniert, die eigentlich nicht zusammengehört und nichts miteinander zu tun hat, um so ein bisschen das Chaos der vergangenen Zeit wiederzugeben, mit dem wir zu kämpfen haben und das auch der Grund dafür ist, dass Sie heute zu Hause sitzen dürfen und unser Konzert erleben können. Am Anfang hörten Sie Zirkusmusik, wie sich das fürs Neujahrskonzert gehört, von Saint-Saëns, und danach dann ein Verkündigungsstück, geistliche Musik, der Engel kommt, und schließlich haben wir einen richtig derben, bösen Tanz, den Tanz der Ritter aus Prokofjews Romeo und Julia, gespielt. Das ist so etwa der Rahmen, in dem unser Konzert stattfinden wird, und so soll es auch im nächsten Block gleich weitergehen. Sie werden ordentlich durchgeschüttelt. Diesmal haben wir die lustige und die schöne Musik ans Ende gestellt, und am Anfang hört es sich etwas anders an. Zuerst ein Chanson triste, also ein trauriges Lied. In diesen Zeiten müssen wir auch traurige Lieder singen, selbst im Neujahrskonzert, und das darf bei uns ein Instrument, von dem man es gar nicht erwartet, der Kontrabass. Sie werden das gleich hören. Er singt diesen Chanson, und es ist noch etwas Tolles an dem Stück. Nicht nur, dass der Kontrabass singt, sondern auch, wer ihn spielt. Denn wir freuen uns wirklich sehr, dass mit diesem Konzert die Fackel der Musik im Ensemble an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Lars Burger, den Sie so häufig schon hier engagiert erlebt haben und der für viele ein Fels des Ensembles ist, er hat seinen Sohn zu uns geschickt, und der übernimmt heute seine Aufgabe, und er macht das gleich mit einem wunderschönen Solo. Nach diesem traurigen Lied wird es ganz ungestüm. Schneetreiben kommt. Wir haben es im Moment warm, aber das gehört zum Winter, das gehört zum Wolf-Harari-Ensemble, und es ist von Franz Liszt, deswegen müssen wir es natürlich sowieso spielen. Wir haben einen begnadeten Pianisten, der nichts lieber spielt als Liszt, und er wird diese Etüde auf dem Bösendorfer spielen, und der Bösendorfer als Flügel wird uns so ein bisschen durch das Programm führen, denn wir haben im letzten Jahr dafür gesorgt, dass er grundsaniert wird mit einer großen Spende, die wir vermittelt haben, und dafür gebührt der Firma, die das getan hat. Das ist wirklich eine gewaltige Summe, wirklicher Dank. Wir sagen hier einmal den Namen, das ist nicht verboten, sondern gerade in unseren Sphären sind solche Sponsoren sehr wichtig. Das war die Firma Compadour, die es ermöglicht hat, dass dieses einmalige Instrument jetzt wieder wie neu erklingen kann. Und nach diesem Schneegestöber, Schneetreiben, eine wilde Etüde von Liszt, dann kommen wir in die schöne, naive Welt des Paradieses, der Liebe, und spielen etwas aus dem Singspiel Das weiße Rössel. Und hier gibt es dann auch wenigstens einen kleinen Walzer-Anklang, den wir Ihnen ansonsten in unserem heutigen Konzert vorenthalten werden.
Die nächste Dreiermischung wird noch ein bisschen wilder. Nicht ganz so spätromantisch wild wie in Liszt's Schneetreiben-Etüde, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Wieder beginnen wir mit der Idylle. Unser Neujahrskonzert ist voll von Dingen, die wir im vergangenen Jahr gespielt haben. Und so hat uns das vergangene Jahr eine Menge Konzerte mit Musik von Ermanno Wolf Ferrari geschenkt. Eins seiner wunderbarsten, zauberhaftesten Stücke stammt aus seiner letzten Oper. Das Werk heißt Il Campiello, also so etwas wie das Plätzchen, ein Platz in Venedig, wo sich die Menschen treffen und dort findet ein Lustspiel statt. Und im Vorspiel werden wir in diesen Platz in Venedig eingeführt. Er liegt noch in der Morgendämmerung und langsam beginnt das Licht aufzugehen und dann geht die Sonne auf und es läuten die Glocken. Und nach den Glocken lassen wir die große Kirchenorgel hier erschallen mit einem fulminanten Stück, das heißt Prélude Héroïque, also ein heroisches Prélude aus dem 20. Jahrhundert, ein modernes Stück von Knut Nystedt, einem norwegischen Komponisten. Und da darf die Orgel so mal richtig zeigen, wie sie jubeln kann. Und in diesen Jubel fallen wir ein mit etwas, was wir uns nicht ersparen können. Und wir hoffen, wir können dieses vergangene Jahr damit zu Grabe tragen. Der Trauermarsch, Siegfrieds Trauermarsch aus der Götterdämmerung, er wird den düsteren Abschluss dieses Blockes bilden. Und Sie dürfen ein bisschen erschauern. Wir tun das hier auf jeden Fall in der Kirche und wir hoffen, dass das sich auf den Stream überträgt, wenn die Orgel uns um die Ohren schlägt, was sie da spielt und wenn danach das Jahr zu Grabe getragen wird.
in unserer nächsten Dreierpackung einer erneuten Achterbahnfahrt packen wir Weltliches und Geistliches zusammen, Profanes und auch ganz Erhabenes. Sie hören zu Beginn einen französischen Chanson aus den 60er Jahren, aber in einer ganz besonderen Version, nämlich einer Version mit arabischem Einklang. Und dieses Stück hat unser Cellist arrangiert für unsere kleine Trio-Besetzung. Wir schalten also mal wieder einen Gang zurück und Sie hören am Anfang nur drei Instrumente, die sich dort versuchen, durch diesen Chanson zu hangeln, der von der Vergänglichkeit des Lebens und der Liebe erzählt, und am Ende bleibt die Hoffnung übrig. Das ist etwas, was für uns natürlich auch sehr wichtig ist, am Anfang eines neuen Jahres. Und dann ein Bekenntnis von Johann Sebastian Bach aus seinem Weihnachtsoratorium: Ich will nur dir zu Ehren leben. Und das hat er so toll komponiert mit vier Stimmen, die wirklich miteinander das feiern. Und wir haben das umgearbeitet zu einem kleinen Concerti per Archi, also einem Streicherkonzert, wo diese vierfache Bestätigung des Ich will nur dir zu Ehren leben durch alle Instrumente geht und sie wettstreiten miteinander. Kaum jemand konnte das so komponieren wie Johann Sebastian Bach. Und dann nochmal das Heimatland des Flügels und unser Heimatland, die Romantik, mit einem großartigen Stück von Chopin. Wir können auch ernsthaft einen Satz aus einer Sonate, und wieder eine Sonate, die zweite Sonate, die es in sich hat. Viele von Ihnen werden den Trauermarsch daraus kennen. Den spielen wir nicht, wir hatten schon einen. Wir spielen den ersten Satz. Und das ist ein typisches romantisches Ringen. Dieser Satz selber ist eine eigene Achterbahnfahrt der Gefühle, der Hoffnung, des Jubels, aber auch schon das absteigende Motiv der Fragen und des Abstiegs in die Dunkelheit. Und mit diesem Bravourstück wird unsere Pianistin Yusan Lee dann diesen Dreierblock beenden.
Bevor wir zu unserem letzten Dreierblock kommen, lasse ich es mir nicht nehmen, die Musiker des heutigen Abends einmal kurz vorzustellen. Wer spielt hier alles mit? Dann können Sie die Leute mal in Großaufnahme sehen. Als erstes neben mir Bruno Schmidt, mittlerweile eine feste Größe in unseren Neujahrskonzerten. Die letzten Male hat er immer mitgemacht. Daneben meine liebe Frau, ohne die hier gar nichts gehen würde. Diesmal ist sie sogar heil hier angekommen. Letztes Mal gab es ein Malheur, heute in voller Pracht. Dahinter Philipp Perotto. Seit über 20 Jahren gehe ich ihm auf die Nerven und frage ihn immer wieder, ob er nicht mal mitspielen möchte, der vielbeschäftigste Freiberufler von ganz Berlin. Und oben steht unser Sopran des heutigen Abends. Wir freuen uns sehr, Sonja, dass du mitmachst. Sonja Pitzker, sie hat sogar noch schnell einen Text geschrieben, den Sie vorhin eingeblendet gesehen haben, für das Weiße Rössel, der auf unser Neujahrskonzert gemünzt ist. Jetzt hinter der Orgel versteckt, gerade eben hat sie diesem Flügel alles entlockt, was in ihm steckt. Yusan Lee. Und daneben steht unser Großmeister der großen Orgel. In der letzten Moon-Melody hat er mitgespielt. Vor einem Jahr war er auch dabei. Martin Luther, und dahinter kommt noch ein Karl. An der Bratsche, auch er war in letzter Zeit häufig dabei, glücklicherweise Andres Mene, wenn er nicht bei uns spielt, dann dirigiert er selbst. Und den fantastischen Cello-Ton haben Sie vorhin gehört. Lukas Ebert, heute darf er ausnahmsweise mal nicht Schlagzeug spielen. Seine zweite Liebe, dafür hat er bei uns ist er bei uns eine feste Größe, wenn es auch noch um den Technikaufbau geht. So vielseitig sind die Leute. Und dahinter sehen Sie Mathis Burger. Er hat vorhin das Kontrabass-Solo gespielt und er hat auch bei der letzten Moon-Melodie schon mitgemacht. Mathis, noch einmal vielen Dank, dass du mitmachst, und für mich ist das vor allen Dingen ein großes Glück, dass wir wirklich so unsere Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben können. Und jetzt, damit er nicht immer der Letzte ist, erst einmal Niek van Oosterom. Er ist die zweite wichtige feste Säule in unserem Ensemble. Wir könnten eigentlich jedes zweite Konzert ohne ihn überhaupt nicht machen und ohne seine Fähigkeit auch noch in 24 Stunden die schwersten spätromantischen Stücke konzertreif hier vorzutragen. Und nun, last but not least, Uwe Hirtschmidt, auf ihn haben Sie sicherlich alle gewartet. Auch in diesem Jahr bleibt kein Auge trocken, wenn er seine Saiten zerreißt. Und das waren alle, die mitgespielt haben. Meine Wenigkeit kennen Sie. Nun folgt unser letzter Dreierteil. Wir werden jetzt mal erstmal so ein bisschen diese fulminante Kraft und Körperlichkeit rausnehmen, und es geht ab ins Weltall. Sphärische Musik von einem deutschen Komponisten, Hans Zimmer. Er selber hält sich für eine Art neuen Beethoven. Immerhin hat ihm das schon mehrere Oscars eingebracht. Ein großartiger Filmkomponist, und wir haben ein minimalistisches Stück für
von ihm für das gesamte Ensemble aufgeblasen aus dem Film Interstellar, eine echte Weltraummusik, in der wir hoffentlich hier ein bisschen entschweben können. Und danach bleibt es gleich völlig unkörperlich, denn es erscheint ein Geist. Der Geist vielleicht der Grunewaldkirche, der sich gewünscht hätte, dass in diesem und im letzten Jahr die Weihnachtsgottesdienste so voll sind wie immer mit 500 Leuten. Er hat die vielen Menschen vermisst. Jetzt kommt er aus dem Klavier und Henry Cowell, ein amerikanischer Pionier der modernen, avantgardistischen, experimentellen Klaviermusik, hat ihn komponiert, schon 1925. Sie werden gleich staunen, was da mit dem Flügel passiert und wie der Geist auftritt. Und danach vielleicht den spaßigsten Schauer, den es überhaupt gibt. Ein Song von Michael Jackson mit dem schönen Titel Thriller. Und wir haben es gewagt, dieses eigentlich nicht adaptierbare Stück für unser Ensemble umzuschreiben. Und damit werden wir dann diesen Block beenden.
Das soll es für diesen 1. Januar von uns gewesen sein. Mir bleibt nur noch Ihnen allen ein gutes, gesundes, fröhliches und weniger verkorkstes neues Jahr zu wünschen, als es das vergangene war. Und wir lassen jetzt hier die Korken knallen und zum Abschied noch einmal Prosit, Neujahr an Sie alle, an unser Ensemble. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, unsere wilde Achterbahnfahrt durch viele Stile, und wir verabschieden uns von Ihnen mit dem einzigen Stück, was für so einen Abschied funktioniert, und das haben wir im letzten Jahr schon gespielt, und solange wir auf diese Art und Weise hier unsere Konzerte machen, ist es das passende Stück. Es stammt von einem der größten Künstler des 20. Jahrhunderts, Charlie Chaplin. Er hat wunderbare Musik für seine Filme selbst komponiert und aus dem Film Moderne Zeiten das Lied Smile. Dort zum Abschied, egal wie die Zeiten sind, setz ein Lächeln auf, eine der schönsten Kompositionen, die man sich nur vorstellen kann. Und damit auf Wiedersehen, hoffentlich demnächst bald wieder in dieser Kirche.